Diese gesamte Geschichte des Ankaufs reicht ja bis bei der Entscheidungsfindung bis ins Jahr 2007 auch, wo dann, also den Ankauf hat der Werner Kogler schon ausführlich auch betrachtet, wobei man schon sagen muss, ich glaube, der Krippen wäre das bessere Modell gewesen, aber der Krippen war damals nicht sehr günstig. Also er war technisch nicht das bessere Modell, damals sehr teuer. Man hat sich dann aus welchem Grund auch immer für den Eurofighter entschieden. Aber dann kam ein Minister, auch aus dem Burgenland. Ja, wegen der Schiebung. Der Krippen auch war ja in allen Bewertungen vorne. Die Geschichte war geschoben. Ich muss ja noch ein bisschen auf die Sprünge. Ja, ich bin nicht mehr für den Krippen. Aber dann kam ein Minister, der eine fatale Entscheidung getroffen hat, nämlich in einem Gartenhotel in Wien auf einer Serviette einen etwas ausverhandelt hat, nämlich, dass man sich mit den Flugzeugen der ersten Tranche zufrieden gibt. Man hätte schon damals aussteigen können aus dem Vertrag und niemand weiß, warum Norbert Darabos das damals getan hat. Es waren keine Experten wie bei diesem Gespräch. Das heißt, er hat ohne Expertise diese weitreichende Entscheidung getroffen. Was wird jetzt wichtig sein? Wir haben mit Mario Kunasek im Sommer 2018 die Entscheidungsgrundlagen vorgelegt, wie es mit den Abfangjägern weitergehen soll in Österreich. Ein Problem hatten wir dabei, also wir waren, also die freiheitlichen Minister waren dafür auszusteigen, das Modell zu wechseln, aber nur den Eurofighter der ersten Tranche bekommst du nicht los, denn den kauft dir niemand. Jetzt haben wir die Chance, jetzt haben wir die Chance, dieses Greibel wegzubekommen und dann umsteigen zu können auf ein anderes Modell mit einer Firma, die, oder vielleicht gar nicht mit einer Firma, sondern mit Government-to-Government-Geschäft, wo keine Waffenhändler dazwischen sind.